Sehr gut. Man schätzt, jetzt würde der hin, wir setzen den. Ah, guck mal, wie die Bäume hier so ein bisschen knicken, wenn ich das um. Ja, wo ist er jetzt hin? Ach so, da ist er. Hallo. Danke. Nehmen wir mal einen Förster. Okay, das müsst ihr mir jetzt nicht unbedingt erklären. Das weiß ich auch. Bekehrter Bauer. Dieser Mensch arbeitet auf dem Bauernhof. Bekehrter Baumeister. Und siehst du den da, ein Baumeister? Bekehrter Brüter. Sieht nicht hin, Herr. Die Brüter machen das, was solche Menschen eben tun. Ja. So, dann hätten wir das auch geschafft und gehen direkt zur nächsten Aufgabe. Also das ist jetzt eine Aufgabe hier. Deshalb sagst du jetzt auch 1000 Tribut ein. Wenn es einen Gott gibt und du mich hörst, hilf mir bitte. Ich bin verzweifelt. Ein Fels ist in meinen Garten gerollt. Ist das nicht schrecklich? Ich habe es versucht, aber ich kann ihn nicht bewegen. Wenn je ein Mensch einen Gott gebraucht hat, dann ich, erhöre mich. Für wen hält er sich eigentlich? Erteilen wir ihm eine Lektion. Nein, nein, haltet ein. Wir müssen den Menschen helfen. Ohne sie sind wir nichts. So, hier haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten entweder diesen Fels einfach beiseite räumen. Das wäre dann der gute Weg. Oder wir könnten den Typ hier einfach töten oder aufs Haus drauf machen, was auch immer. Das wäre dann natürlich böse. Ich entscheide mich jetzt aber mal für den guten Weg, weil ich möchte jetzt so weit wie möglich gut spielen. Zumindest jetzt hier bei diesem normalen Black and White 2. Ich denke mal, bei der Erweiterung werde ich dann versuchen, böse zu spielen, sodass es einen kleinen Ausgleich gibt dann. Ja. Lobe den Herrn! Der Fels ist weg! Mein Garten ist gerettet! Wunderbar! Ihr habt den Felsen bewegt. Der Mann ist überglücklich und alles ist gut. So einer bist du also, Boss. Willst dich hier bei den Menschen einschleimen, was? Das stimmt doch gar nicht. Schleim mich nirgendwo ein. Ihr habt einen Tribut erhalten. Großartig. Ja, dann gehen wir direkt mal hier hin. Eine silberne Schriftrolle. Ja, die hätte ich jetzt nicht gesehen. Oh nein, der Wasserfall ist blockiert. Was sollen wir nur tun? Es ist schrecklich. Keine Sorge. Wir überlegen uns was. Wurfgeschosse sind cool. Sowohl für den Angriff als auch zur Verteidigung. Hebt einen Gegenstand auf, um ihn zu werfen. Halte die Aktionstaste gedrückt und bewege die Maus in die Richtung, in die du den Gegenstand werfen möchtest. Lass die Taste los, um den Gegenstand zu werfen. So, hier müssen wir jetzt so kleine Steine bzw. Felsen auf da hinten diese Barrikade werfen und die damit befreien. Schade. Also die Steine sind noch ein bisschen klein, finde ich. Ja, und direkt geschafft beim zweiten Mal. Das ist doch gar nicht mehr so schlecht. Der Wasserfall ist wieder frei. Wie ja mal erwähnt wurde von entweder mir oder dem Tobias, haben wir schon ein Versus hiervon gemacht, also von diesem Spiel hier, wo wir beide gleichzeitig die Story starten und halt eben die Herausforderung ist, wer halt das Spiel schneller durchspielen wird. Und ja, das könnte eigentlich für euch auch ganz interessant werden, aber das wird erst ein bisschen später folgen. Und die Aufnahmequalität ist halt ein bisschen schlechter, weil ich dort noch nicht mein externes Mikrofon hatte. Da hatte ich halt noch mein Headset-Mikrofon und er auch. Und ja. Ja, das wollte ich nur mal so nebenbei anmerken. Wir können ihren Freunden helfen, indem wir sie alle in das große Tal bringen. Cool, du hast dir einen Nomaden geschnappt. Hervorragend. Der Nomade ist im richtigen Tal. Sehr gut. Hier. Gut.
Ja, das ist jetzt gar nicht mehr so schwer. Einfach die Menschen von hier in das andere Tal, ja. Ich frage mich aber, wie die da hingekommen sind, weil, ja, naja. Brauchen uns nicht zu interessieren, wir haben unseren Tribut und gut ist. Ihr habt 1000 Tribut erhalten. Dieses Land ist abgeschlossen, Herr. Klickt auf die goldene Schriftrolle auf dem Gipfel des Berges, um fortzufahren. Na, guck mal, jetzt fängt es an zu regnen. Weil da ja auch keine wirkliche Wolke ist. Nur hier aber, die ist ja halb durchsichtig schon. Naja. Ja, ich würde mal sagen, da die Welt ja eh schon abgeschlossen ist. Guck mal, wie spitz hier. Denke ich mal, gehen wir auch direkt weiter. Wollt ihr das Land wirklich verlassen? Klicke nochmal, um zu bestätigen. Ja, ich bin mir sicher. Hier hat den schönen Ladebildschirm hier. Und das schöne Logo. Und da unten noch ein Tipp. Herausforderungen eignen sich hervorragend dazu und mehr konnte ich nicht lesen. Nun, da ihr eure Macht kennt, sollten wir die griechische Hauptstadt besuchen. Ja, dort haben wir eine Menge Fans. Da muss ich aber eine Menge Autogramme schreiben. Bitte erhöre uns. Hört nur. Hört ihr das? Das sind Gebete. Etwas Schreckliches scheint passiert zu sein. O Allmächtiger, erhöre uns in der Stunde der Not. Unsere Armeen sind besiegt. Die wenigen Überlebenden verstecken sich hier vor den Azteken. Und nun stehen sie vor der Stadt. Ich flehe dich an. Hilf uns! Oh nein! Eine riesige Armee der Azteken! Eine Invasion! Ja, das sind so ziemlich einige. Unsere Stadt wird belagert. Die Azteken haben unsere Truppen fast vollständig vernichtet. Wir werden alle sterben. Ach was, ich bin noch da jetzt. Ist doch alles in Ordnung, oder? Die Azteken haben die Mauer eingenommen. Sie schießen auf unsere Untertanen. Nehmt die Menschen und setzt sie in die Kost einen Dorfbewohner, Boss. Ja, dann machen wir das mal direkt. Ja, und was mit den restlichen? Das waren jetzt nur 5 Leute. Die brennenden Häuser schneiden unseren Gefolgsleuten den Weg ab. Setzt sie in den Portal ab. Ja, das ist auch schön, weil die Säule ja direkt in die andere Richtung gefallen ist. Also die können jetzt hier gar nicht mehr raus. Das ist ja... Das ist ja... Naja, was soll ich dazu sagen? Ja, der Vulkan ist jetzt etwas ungünstig. Aber eigentlich bist du ja nur hier mit der Riesenhand einmal schnippst und dann bist du der eigentlich schon weg sein. Ich meine, ich bin doch Gott, oder? Oder bin ich so ein Miniaturgott, der halt nur so ein bisschen was kann. So fast die Hälfte von einem normalen. Na toll, das ist keiner gestorben. Die Mühe hätte ich mir jetzt auch sparen können. Schnappt ihr den brennenden Ast und zündet die Heuballen damit an. Wie hier eigentlich schon so ein direkter Ast schwebt und schon hier bereitsteht. Das ist auch komisch irgendwie. Naja, komisch ist es. Naja, damit muss man rechnen, ne? Ja, da haben wir ein paar mitgerissen. Och nee, nicht noch einer.
Mehr können wir nicht tun, Herr. Wir haben viele Gefolgsleute und sind den Azteken entkommen. Naja, viele Gefolgsleute, das waren jetzt 10 Leute, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ich denke, das hat noch Zeit. Auf zu den Wikingern! Ja, das war jetzt auch mal ein geiler Spruch. Das hat noch Zeit. Los geht's. Direkt mal losmarschieren, weil es ja noch Zeit hat. Naja.